Hallöchen, heute mal eine ganz andere Perspektive, denn es ist kurz nach 10 und ich fahre jetzt los und nehme euch einfach mal mit. Heute ist ein Tagesausflug, die Sonne scheint, ich liebe das Wetter und ich muss heute einfach mal raus von zu Hause und deswegen dürft ihr mit auf die Reise. Ich fahre jetzt erstmal ein Stück mit dem Auto und dann verrate ich euch, wo wir gelandet sind. So, und wie sich unschwer erahnen lässt, bin ich an einem See. Und zwar dem Altmühlsee. An den Bäumen und Wellen lässt sich erkennen, dass wir hier ein bisschen Wind haben. Aber die Sonne scheint trotzdem so herrlich. Und ich mache mich jetzt mal auf hier ein bisschen entlang am See, bis ich ein nettes Plätzchen gefunden habe. Ende März und die alle erst Anfang oder Mitte April starten, also alle Cafés, alle Restaurants, suche ich mir jetzt was auf dem Weg nach Gunzenhausen. Das ist nämlich die nächste größere Stadt, in die Richtung bin ich sowieso unterwegs und ja, ich zeige euch mal, was ich dann da so noch entdecke. Das Essen, das ihr gesehen habt, das war im Café mittendrin und ich kann euch nur raten, wenn ihr mal in Gunzenhausen oder in der Nähe, in der Umgebung seid am Altmühlsee, geht nach Gunzenhausen in das Café mittendrin. Wundervoll, dort arbeiten Flüchtlinge mit, dort herrscht ein so nettes Miteinander. Ja, wundervoll, kann ich nur sagen. Und fantastisches Essen, das war Reis mit irgendwie Nüssen, habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt, aber hieß es zumindest. Und Gemüse, wunderbar gewürzt, mit Fladenbrot noch dazu, das habe ich mir im Nachhinein noch geholt. Kann ich euch nur empfehlen. Jetzt sitze ich hier mitten auf dem Weg zwischen Altmühlsee und Gunzenhausen und meine Füße sind platt, deswegen habe ich mir überlegt, ich mache hier eine Rast, auch wenn die Aussicht jetzt nicht die tollste ist, und lese ein bisschen weiter, denn ich habe bisher es nicht geschafft, weiter zu lesen und das wollte ich ja eigentlich, deswegen ja, ist das jetzt mal dran. Ich melde mich dann wieder, wenn es was Neues gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch heute ein bisschen mitgenommen habe an den Altmühlsee. Und ich möchte eigentlich nur noch loswerden. Ich habe noch im Boothaus eine heiße Schokolade getrunken. Das war sehr, sehr lecker und das bei einem sympathischen Kellner bestellt. Also so viel darf ich verraten. Und mit dem Buch bin ich jetzt ziemlich genau bei der Hälfte und zwar bei Seite 200. Ich kann nur sagen, es gefällt mir richtig, richtig gut und wenn mich nichts davon abhält, werde ich jetzt noch ein bisschen weiterlesen. Mal schauen. Und vielleicht kann ich dann morgen schon Näheres dazu sagen, wie es mir im Ganzen gefallen hat, denn ich habe gerade das Gefühl, ich kann nicht mehr aufhören zu lesen und ich möchte auch gar nicht mehr aufhören. Mal schauen, denn die Uhr sagt schon, es ist kurz vor 10 und
vielleicht lese ich noch ein bisschen weiter. Dann erfahrt ihr das Ganze aber morgen. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder mit ein. Ja, keine Ahnung, was euch da erwartet. Ich weiß es selbst noch nicht so genau. Das werdet ihr dann aber alles sehen. Gut, auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, einen schönen was auch immer. Einen schönen, bald ist Wochenende. Und wie gesagt, hoffentlich sehen wir uns dann morgen wieder. Und schreibt mir ruhig in die Kommentare, was ihr so davon haltet, ob euch das gefällt oder ob das so gar nichts ist, was ihr gerne anschauen mögt. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss.